Ja, hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Mass Effect Legendary Edition Teil 1. Und wir klären jetzt den Cliffhanger auf von der letzten Folge. Ich hoffe, der hat den nicht über den Haufen geschossen. Lass uns mal gleich eine Waffe ziehen hier. Was ist das da hinten? Ein Schiff. Man sehe sich nur die Größe an. Alter Verwalter, was ist denn das? Was macht das für Dreck? Huch! Wegfeuer, was ist denn hier los? Was? Oh nein, diese hässlichen Dinger wieder. Oh nein, du... Ich komm jetzt. Was hat der jetzt gemacht? Du bist ja gestorben. Ich will immer in Deckung gehen, das ist so bescheuert wie der Shift-Taste. Oh. Jetzt reicht's mir hier aber, Freundchen. Ich stelle mich an, echt. Zum Glück spiele ich es nicht auf schwer. Irgendwas. Ich wäre schon längst wieder hin hier. Und ich muss auch da mal dran denken, dass die Leute hier nutzen soll. Jetzt geh da hin. Ich stehe im Weg, wa? Würdet ihr jetzt auch da hinlaufen, wo ich euch hinbefehle? Aber krass, wie das hier aussieht. Also grafikmäßig ist es echt richtig gut. Aber mit diesen Spießen, das ist schon, das hat mich schon gut gemacht. So, wen haben wir denn da jetzt? Mander, es ist Nihlus. Er hat den echt erschossen. Dieser Typ hat den echt erschossen. Da bewegt sich was hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von Ihnen! Ich bin ein Mensch! Sie müssen vorsichtiger sein. Wer sind Sie? Warum schleichen Sie hier hinten rum? Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Es war nicht die Geht? Was ist passiert? Der andere? Ich will wissen, wer der andere ist. Wovon zum Teufel reden Sie da? Es waren zwei Turianer hier. Ihr Freund und ein anderer, der sich Saren nannte. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Und dann? Wo ist Saren hingegangen, nachdem er Nihlus getötet hatte? Er sprang auf den Frachtzug auf, in Richtung der anderen Plattform. War wahrscheinlich hinter dem Sender her. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Gehen wir untersuchen. Und die Geht? Fanden Sie nicht? Wie kommt es, dass Sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment. Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Das ist ja schon komisch. Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um eine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Er hat abgekackt, hat einfach ein bisschen gepennt, nicht gearbeitet, dadurch hat er überlebt. Glücklicher Zufall für Sie, untersuchen. Sie machen mich krank. Wenn Sie sich nicht zum Schlafen versteckt hätten, wären Sie jetzt genauso tot wie alle anderen. Ja, stimmt schon. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken.
So, der Sender, das Schiff. Was für ein Schiff war das? Erzählen Sie mir was über dieses Mutterschiff, das Sie gesehen haben. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Es war riesig. Landete in der Nähe der Plattform. Alles wurde dunkel, als es landete. Und es machte dieses Geräusch, das sich einem direkt ins Gehirn bohrte. Das hat mich aufgeweckt. Der Angriff erfolgte wenige Minuten später. Der Angriff? Erzählen Sie mir was über den Angriff, der geht. Es ging alles so schnell. In einer Minute landete das Schiff noch, in der nächsten wimmelte es auf der gesamten Plattform von Geht. Sie müssen in dem Mutterschiff gewesen sein. Sie schossen auf alles, was sich bewegte. Es war ein schreckliches Massaker. Okay, wir fragen immer nach dem Sender. Können Sie mir sonst noch was über diesen Sender sagen? Sie brachten ihn heute Morgen her, dann luden wir ihn auf die Bahn und schickten ihn zur anderen Plattform. Kaum zu glauben, dass das erst ein paar Stunden her ist, scheint ein ganz anderes Leben gewesen zu sein. Okay, das haben wir alles, dann gehen wir. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug, den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Oh, Tagebuch, Eintrag, Bereichskarte, wir haben wieder... Da ist was rot. Rot sind doch Gegner. Oh, ich hab's gut. Jetzt nutzen wir mal unsere Fähigkeiten hier. Ja, aber rennt doch nicht an mich dran. Die sind doch schon hin, oder? Ja. Kann man bei denen irgendwas aufheben? Glaub nicht, gell? Also looten, das geht nicht. Also da bin ich zu verwöhnt von Skyrim und Co. Das geht hier bei dem. Das ging hier nicht. Okay. Ja, die Schrote brauche ich jetzt nicht. Ich würde gern. Wir nehmen mal die Pistole. Die haben wir ja gepimpt. Ja, wir sind jetzt schon fast am Zug. Halten Sie linke Umschalttaste, Selektionsrad aufzurufen und Selektionsrad, können Kräfte, Spezialfähigkeiten. Ja, das weiß ich doch. Wie oft zeigt er mir das denn noch jetzt? Wo sind die denn? Ich sehe gar keinen. Ah, da drüben! So, was können die jetzt tun? Einmal das und einmal jenes. Haut mal richtig drauf auf die Gegner in eurer Gegend. Ah, wenn ich das anhalte, sehe ich auch, wo die ungefähr hinschießen gerade. Ah, du miese Rinde, Junge. Komm raus aus deinem Versteck. Zeig dich. Da ist aber wohl noch einer. Hey Leute, schießt mal bitte nicht auf mich. Ihr seid für eure. Vorrücken, los, komm, vorrücken. Und die Deckung, los. Ah, der hockt da hinten. Ist nur noch der eine. Oh nee, das sind zwei. Da bin ich ja jetzt ganz schön clever gewesen, mit der Pistole dahin zu rennen. War ein bisschen übermütig, glaube ich, was da jetzt im Kopf hatte. Ja, dann eben, ja, war das. Gibst ein bisschen Schrot ins Gesicht, du spitzt wohl. Freund. Hier hin. Warum? Mach ich das halt auf die andere böse Anweise auf Nahkampf hier. Wenn ich die Schrotflinte kann ich gerade nicht nutzen.
Muss ich das eigentlich auch auswählen? Muss ich das hinmachen? Nee, gell? Wir machen das automatisch. So, meine Pistole ist der Hammer. Habt ihr gerade gemerkt, wa? Ich glaube, wir sind jetzt hier am Ziel angekommen. Kann man mit denen jetzt wieder quatschen? Erzählen die auch was Vernünftiges dann oder tun sie wieder nur irgendwas Niemand von sich? Niemand wird dafür büßen. Niemand wird dafür büßen, ja? Eden Prime wird nie wieder wie früher sein. Ja, die labern immer denselben Stuss, glaube ich jetzt. Aber das ist nicht so schlimm. Wir fahren jetzt Zug. Setz die Ladungen. Zerstört die ganze Kolonie. Hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. Alter, die haben sie wohl in die Synapsen gekackt, oder was? Der sieht schon aus wie so ein Borg hier auf der Enterprise. Halb biotisch oder ja. Guck dir den an. Magneto, lässt grüßen. Die Gate müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo! Wir müssen alle finden und deaktivieren! Na, ich will sie... Ja, will ich ja! Lass mich da ran! Verbleibende Ladung 4! Ich will sie entschärfen! Ah, jetzt, geht doch! Ladung entschärft! Achso, wir müssen da oben lang, Mann, Leute, komm schon! 4, das geht auf Zeit! Das ist Stress! Ich muss hier mal von dem Denken weg, dass ich einen Shooter spiele. Das ist nicht so. Medigel, was? Blockiert. Sag mal, ist hier noch, da ist noch eine Bombe. Weg das Ding. Ich was ist, fast übersehen das Ding. Scheiße. Wo sind die andere? Gibt's da noch? Ich häng fest. War hier noch eine Bombe irgendwo, wo ich schon vorbeigerannt bin? Ah ja, tatsächlich, bin ich denn dumm? Vielleicht bin ich es wirklich ermüdet. Wer ist denn ermüdet? Ins Rennen? Du hängst? Der kommt nicht raus. Vergiss es. Dann halt so. Wenn ihr mir so kommt. Wo ist diese Kackbombe? Wo ist die letzte Bombe? Das kann ich jetzt nicht holen. Wo ist die Bombe? Muss doch irgendwo sein hier. Da blinkt doch was. Da vorne ist ein Ziel markiert. Ah, alles klar.
Boah, jetzt hab ich schon geschwitzt. Das ist eine Kacke. So, wir haben die Bomben entschärft. Boah, das war bestimmt noch nicht alles. Benji, Sturmgewehr, Präzisionsgewehr, Elkos Combine. Alles nehmen. Da unten brennt doch die Hütte, da ist noch was. Alles klar, das ist ermüdet, das war von mir, weil ich gerannt bin. In der Zeit kann ich nicht rennen, wenn das da steht. Muss ich mich erstmal wieder erholen. Ich suche hier nur gerade nach eventuellen Secrets, gell? Also nicht, dass ihr euch wundert, was ich hier für einen Schuss mache. Wir hätten uns den Schuss sparen können. Egal. Also zurück. Aber das mit diesem Heilgel habe ich immer noch nicht kapiert. Wann, wie? Ich sehe ja da in der Mitte irgendwie 5. Hm, ja. Das sieht aber eher aus wie so Naniten, die dann heilen. So, wir müssen ja irgendwie hier runter. Also ihr seid schon die Helden, wo ihr rumsteht hier, gell? Innerlich. Ruhe jetzt da unten! Im Karton! Gibt's ja wohl nicht! Sag mal! Hey, Theater machen die hier! Es ist ja. Und ich will immer an die ranlaufen und will die looten. Wie die aussehen. Die sehen so ein bisschen aus wie die Trauger. Jetzt, oh, die gehen sogar aus. Die leuchten noch eine Zeit lang und dann geht das Licht aus. Da ist das Licht aus, Klaus. Hör auf mich weiter rumzuhauen hier und so, ne? Sie sind jetzt auch verschwunden alle. Also hier können wir was tun. Und hier ist ein Terminal oder irgendwas. Oh, schwer, Mensch. Eine Rüstung, Gladiator, oder was? Alles nehmen. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier wem geben können. Was ist das? Ist das ein Portal oder sowas? Normandy, der Sender ist unfassbar. Sicher. Er bietet sofortige Abholung. Funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy, ich warte. Nicht anfassen. Nein, was wird denn das? Der hat irgendwas übertragen auf die, oder? Auf die Christina. Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender. Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat.
Aha. Christina, das wird eng und schwierig für dich jetzt hier. Doktor? Dr. Chakwas? Ich glaube, sie wacht auf. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Mir geht es gut. Was ist passiert? Nicht so gut. Was ist passiert? Wie bin ich hierher gekommen? Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Was ist mit dem Sender? Unvorsichtig. Kann ich ihn anscheißen? Ah, wir sind ja die weise Ritterin schlechthin hier. Die Christina ist die weise Ritterin, also nicht ihre Schuld. Wir nehmen alles auf uns. Sie konnten nicht wissen, was geschehen würde. Wir wissen noch gar nicht, was es ausgelöst hat. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Williams und ich mussten sie zurücktragen. Danke. Bin ich verletzt? Warum kein Krankenhaus? Danke, bin ich verletzt? Wie lautet die Diagnose, Doktor? Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Kein Traum, eine Vision. Ich habe geträumt. Ich habe auch gedacht, dass das eine Vision war, was sie da gesehen hat. Ich habe geträumt. Wir fragen mal nach einer Vision. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Mir geht's gut. Ich mache mir Vorwürfe wegen Jenkins. Ja, das ist der hin ist, ne? Was ist mit Williams? Das ist das Mädel, was wir mal gefunden haben. Und diese Geth werden dafür büßen. Ich frage erstmal nach Jenkins. Ich hasse es, wenn Soldaten unter meinem Kommando sterben. Sie tragen keine Schuld an Jenkins Tod. Sie haben gute Arbeit geleistet, Shepard. Sie wollten mich sprechen. Was ist mit Williams? Haben wir Gunnery Chief Williams auf Eden Prime zurückgelassen? Ich dachte mir, dass wir sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Ich habe sie auf die Normandy versetzen lassen. Ah ja, das ist gut. Williams wird ein gutes Crewmitglied abgeben. Sie hat es sich verdient. Lieutenant Alenko ist auch einverstanden. Deswegen haben wir sie in die Crew aufgenommen. Okay, das haben wir. Sie wollten mich sprechen. Die Geth werden dafür büßen. Der Geheimdienst hätte uns warnen müssen, Sir. Wir sind blind in unser Verderben gelaufen. Es war deren Schuld. Die Geth sind seit 200 Jahren nicht mehr aus dem Nebel aufgetaucht, Commander. Das konnte niemand ahnen. Okay. Sie wollten mich sprechen? Sie wollten mich unter vier Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geth greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Ui. Ich habe nichts zu verbergen. Ich habe nur meinen Job gemacht. Zur Hölle mit Ihnen. Ich habe nichts zu verbergen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, Captain. Und ich hoffe, der Rat sieht das auch so. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Saren, diesen anderen Turianer. Saren ist ein Spekter, einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geth kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Saren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Warum? Warum hasst er die Menschen? Er denkt, dass unser Volk zu schnell expandiert und die Galaxie übernehmen will. Viele Außerirdische denken so. Aber die meisten belassen es bei diesen Gedanken. Offensichtlich scheint Saren mit den Geth zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun.
Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Saren gesucht hat? Ich bin nicht sicher. Eine Vision. Sie hat ja das Gefühl gehabt, sie hätte eine Version gesehen. Also so habe ich zumindest entschieden. Ich bin nicht sicher. Sie weiß es ja noch nicht. Tod und Gedöns und nicht alles. Ich bin nicht sicher. Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Eine Art Warnung, Krieg, unser aller Tod. Krieg, eine Art Warnung. Künstliche Wesen, vielleicht geht? Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Es gibt nichts zu berichten, keine Chance. Was werden wir sagen? Was sollen wir ihnen sagen, dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war, jetzt hat es Saren. Aber ich kenne Saren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geth. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Ich werde ihn aufhalten, nicht solange ich am Leben bin. Sie haben recht. Ich werde ihn aufhalten. Ja, wir gehen mal nicht jetzt ganz genau hier. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spectre. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Wir werden ihn entlarven. Sie werden uns nicht helfen. Alles klar, Sir. Wir werden ihn entlarven. Wir werden beweisen, dass Saren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spectre entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Tagebuch, Codex und XP24. Wir können wahrscheinlich schon wieder fast leveln. Ah, die Normandy SR1. So schön, echt. Ja, aber mein Lieben, wir sind bei 27 Minuten. Wir sollen zu Joker und wir sollen ihm sagen, dass er uns ins Dock bringen soll. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Wir sind jetzt hier mit dem Captain fertig, sind wieder zurückgekommen. Ein bisschen durch Wind. Ja, da steht ja, stehen unsere Jungs und Mädels. Ist das nicht? Wir sehen, dass sie in Ordnung sind, Commander. Ja, Keaton, ne, alles gut. Ja, aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Ich werde jetzt das Spiel hier speichern. Wir sehen uns dann hier wieder. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo, dass ihr an den nächsten Folgen dran bleibt und nichts verpasst. Ja, und da bleibt mir nur noch zu sagen, habt einen schönen Abend. Ich bin raus. Tschö, mit Ö.